Pokémon-Jungs und andere Dinge, die ich mit einem Stock berühren kann. Welcher RP-Server ist besser als Majestic? Jeder. Jeder Server ist besser. Anyway, genießt die größten Schmerzen, die ich bisher hatte und ergötzt euch gerne an meinem Leid. Und wie immer natürlich Abo und Like und natürlich kommentieren. Warum geben die sich aufs Maul? Geile Police-Officer, bin ich schon richtig neidisch, Digga. Oh Mann, Jungs, ihr seht schon, ihr seht nichts. Ihr seht mich auf einmal plötzlich gar nicht. Warum denn? Ist es, weil ich mich schäme, mich zu zeigen? Nein. Aber der wahre Grund, weshalb ich mein Gesicht nicht zeige, Jungs, warum gehen die mir jetzt auf den Sack? Ich mache hier gerade richtige Dinge. Okay, Jungs, das sollt ihr von meinen Klöten, ne? Was habe ich euch getan? Sag ehrlich. Ja, das dachte ich mir jetzt nicht mal die Fresse aufbekommen, Digga. Hier, nimm den, das habt ihr alles verdient hier. Einfach nur im Schweigen. Wow, der redet nicht mit der Schießen einfach. Das geht so nicht, der. Warum, was wollt ihr jetzt von mir? Warum von mir? Was hab ich denn getan, hä? Nice, RP. I don't care anymore. Life is life. Na. Ein Hund. Schöne Sache, Henry. Schöne Sache, du hast den Hund gekillt. Ja, ich liebe meinen pinken Pulli, okay? Mein pinker Pulli gehört auch irgendwie zu Henry mit dem Fuguila. Hola, amigo. Ja, zu schade. Moin, Police Officer, geil, die Straße genommen. Das haben sie echt klasse gemacht. Warte, sind sie eine Frau? Es gibt eine Anzeige. Ihre Dienstnummer einmal, ey. Hey. Was für eine Pussy sie sind, ey, Officer. Handynummer? Ja, oh mein Gott, also das ist ja... Ihnen einen Ausweis zeigen. Ja, ein Ausweis. You come back, sir, you come back there. Na, das habe ich auch gesagt, ne? Dieser Officer ist Sassy Barker. Ja, okay, schönen Tag. Ja, nein, das gibt eine Beschwerde, Digga. Solche Menschen gehen gar nicht. Du gehst gar nicht mit der Jacke. Was Oha. Oha, lass mich, ich stehe halt auf Pink, lass mich. Im Pink gehe ich richtig auf. Mach mal. Okay, komm, ihr wollt es ja aber auch, ja. Okay? Sag, du willst es. Boah. Ja, steht hier drauf. Mögt ihr das, ja? Ich kann auch andere Moves, wenn ihr wollt, ja? Okay, war ein schöner Tag mit euch. Ich liebe euren Musikgeschmack. Der ist absolut Gott sei Dank gar nicht grässlich oder so. Die ziehen bestimmt tonnenweise Bitches mit so einer Musik. Ich habe gehört, Frauen stehen auf absolut Jalla, deine Ohren in den Arsch. Officer, da hinten war ein Mord. Officer, ich weiß nicht, wie viel Zeit uns bleibt. Der Mörder ist bestimmt schon auf dem Weg wegzugehen. Warum stehen sie denn hier nur so rum? Entschuldigung, junge Dame, rücken Sie mir nicht so auf die Pelle. Ich habe gerade einen Mord mit angesehen und es ist sehr verstörend gewesen. Entschuldigung, warum antworten Sie mir nicht? Hallo? Rückst mir ziemlich auf die Pelle. Ich kenne dich gar nicht mal. Bist dazu noch porthässlich, selbst für eine Frau, Digga. Entschuldigung, Sir, ich habe einen Job für Sie. Ich habe da hinten einen Mord gesehen. Steigen Sie schnell auf, ich zeige Ihnen. Ja, fahren Sie vor, ich fahre nach. Alles klar. Er ist weg. Ich hab's gewusst, er ist weg. Sie haben zu lange gebraucht, was soll ich sagen? Der Ford entfernt sich jetzt einmal. Ja, bitte. Was, wenn ich das nicht tue? Ja, hallo, Brück. Eins. Und es ist brutal. Was machen Sie jetzt mit der jungen Dame? Ich will Medikurse hoch. Das ist gut so, das finde ich klasse. Okay. Ich bin noch ein bisschen in Schock, wenn Sie verstehen. Aber hey, Sie haben wenigstens schöne Ohrringe. Guten Morgen. Schönen guten Tag. Ja. Diese Frau da hochholen. Ja, die das Auto gerade eben ein bisschen die Frau schwängert. Du Scheiße, du bist genau so. So, die Dame. 150 haben ihre Lizenzen. Ja, bevor ich Lizenzen gebe, machen wir erstmal was anderes hier. Was bist du, PD, ne? FMI. Können wir mal zusammen hinfahren? Ja, eben, ich würde auch sagen, ja. Ich smoke Copium. Das ist dasselbe wie Opium. Kollege, soll ich dich irgendwo mitnehmen? Ja, doch. Alles klar, wohin soll es denn gehen? Irgendwo, wo man Autos auspacken. Wo man Autos auspacken kann. Ja, warte, das kann man da hinten, das weiß ich. Ah, da, sehen Sie. Übrigens, aber das macht ein bisschen Trinkgeld, ne? Digga, hier kann man keine Autos auspacken. Ich gebe dir 5 Sekunden, um mir $5,000 zu geben. Und bei mir? Was glaubst du, was dann passiert? Ich glaube, Sie wissen nicht, wie es hier steht, wissen Sie? Rennen war nie eine Option. Ey, Kollege! Wo hast denn du das Schwert her? Kollege! Bitte ignorieren Sie mich nicht so. Ich wollte nur eine normale Frage stellen, wissen Sie? Also menschlich gesehen, wirklich Abschaum. Wow. Rapül auf deine Dreckskarre, Digga. Ja. Hat mich nicht mehr erwischt. Nicht mal not even close, baby. Nein! Krank! Oh Mann, warum krank? Entschuldigung, kann man dir irgendwie helfen? Ich habe absolut krüppelige Augen gerade und wenig Geld. Ich kann mir nicht mal eine Pille gegen meine Syphilis leisten. Also, wenn ihr irgendwas wollt, sagt einfach. Wollt ihr Syphilis? Ja, okay. Was sagt ihr? Ihr kommt jetzt mit mir in eine heimsame Gosse, wir machen kurz Syphilis-Austausch und dann schauen wir, ja, wie wir dann weitermachen. Okay, dann kommt einfach. Hinter dem Mülleimer ist doch gut, ja? Stellt euer Auto so hin, dass man es nicht sieht. Ich zeig's euch jetzt. Also, wer will zuerst? Sag einfach, wer will zuerst? Oh nein. Entschuldigung, die Dame. Hey, ich hab hier noch nichts gemacht. Warum wollen Sie mich umbringen? Ich hab nur zugesehen, natürlich, aber das war ein Police Officer, der sie festgenommen hat, nicht ich. Hier auf die Knie. Ja, Meister. Das macht mich da auch irgendwie schon wieder ein bisschen geil, sag ich dir ehrlich. Was? Härter. Das war das Härteste, was ich zu bieten habe. Und jetzt sagt Daddy. Oh, Donny. Daddy, nicht Donny. Ich kann diesen Buchstaben nicht aussprechen. Küss meine Füße. Lalalala.
küssen, nicht waschen. Ich küsse mit meinen Händen. Wissen Sie, meine Finger haben dicke Zungen. Ich bin sowas wie Daterer. Heute verschone ich dich, beim nächsten Mal bist du tot. Kollege, du erlegst dich. Ich bin eine Dame. Nimm den Taser aus der Hand. Okay, okay, ist raus, ist raus, ist raus, ist weg, ist weg. Ich hätte nichts gemacht. Ich fahre doch weg einfach. Oh, der ging mir schon die ganze Zeit auf den Sack. Stimmt, das war ja immer die Frage. Willst du mit dem linken Fuß oder dem rechten? Entschuldigung. Ah, danke schön. Das ist sehr, sehr menschlich von Ihnen. Dankeschön. Digga, heute werde ich von netten Menschen umringt. Und Kindern. Ah, Kollege, was haben Sie denn mit dir gemacht? Einen Moment, Krankenwagen, Krankenwagen. Ich habe kein Guthaben, Sir. Ich bin arm. Es tut mir sehr leid. Run, 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 run. Ah, ich dachte gerade eben, habe ich gerade einen Strafzettel bekommen, Digga. Aber nein, ich muss dringend etwas essen und trinken. Und da kriegt dadurch einen Levelaufstieg. Nice. Oh, wow, wow. Und der Wagen ist weg. Gott verdammt! Moin! Bist du auch einfach auf der Durchreise ohne Auto? Cool, cool. Ja, so, lol. Ich muss ja auch in Diggi. Wow! Hast du ein wandelndes Radio, Digga? Ich bin richtig neidisch. Ist ja krank, Digga. Bist ja richtig geil. Selbst der Junge flieht. Ah, da trifft man sich ja wieder. Ich würde dich fragen, hast du irgendwie ein bisschen Geld, das du mir eventuell schenken kannst? Wenn nicht, ist kein Stress, Digga. Dann gehe ich aber weiter. Ich küsse dein Herz, Digga. Jede Spende ist es wert. Fuck. Ich bin hier. Ne, alles gut. Außer du schenkst mir das Auto eventuell. Hallo, wenn, dann muss ich fahren. Lol, ganz ruhig hier. Warum bin ich denn jetzt auf einmal, hä? Personenkontrolle habe ich gesagt. Sie haben mich falsch verstanden. Verkehrskontrolle gesagt. Ja, Verkehrskontrolle. Keine Sorge, ich bin Fußgänger. Das sind meine Lizenzen. Henry Gurke. Darf ich ein Phantombild machen? Hallo? Ah! Digga, nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Ich bleibe Henry. Ich hasse manchmal alles. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann nicht gerne vergessen, ein Like oder ein Abo dazulassen. Ich bin euer Henry Gurke. Ich küsse euer Herz. Ja, ich weiß, ihr seht gerade absolut gar nichts. Und eventuell seht ihr das hier oder das hier. Und ansonsten wäre ich raus für heute, ja. Man sieht sich, ne? Ciao. Henry, du bist einfach hart. Du bist so hart wie die fucking Jesus Boxes.